Ich wollte immer ernste Kunst machen und immer ganz dramatisch sein, so möglichst wie Lehnburg oder Ballach oder sonst wer. Und dann ist das alles Spaß geworden, obwohl das gar keiner sein sollte. Dann ist das ähnlich wie mit allen Dingen, wie beim Stricken oder beim Klavierspielen oder bei sonst irgendwas. Umso mehr sie tun, umso einfacher wird die Sache. Also auch die Ideen. Das Material macht nicht immer das, was sie möchten. Und besser ist es, sie horchen manchmal in das Material rein und das sagt ihnen, mach das mal lieber so, mach das mal so oder so. Manchmal fängt man an und will was Großes, Langes und am Ende wird es was Kleines, Dickes. Es ist ein schöner Werkstoff, ein guter, bildsamer und plastischer Werkstoff und ästhetisch. Und dadurch ist das gekommen. Ich wollte eigentlich nicht so lange bleiben, ich wollte immer mal was anderes machen, aber das Material hat mich einfach nicht fortgelassen.